Kunst ist Freiheit für mich. Und es hat genug Grenzen auf dieser Erde. Keine Grenzen in der Kunst. Es ist offen und du kannst machen, was du machst. Du kannst es auch verändern oder nicht verändern. Oder wenn du das Bild anschaust, okay, ist es jetzt für dich fertig oder nicht. Meine Zeichnungen, wenn ich etwas im Drang bin, bin ich mit dieser Person, die ich mache, bin ich eine Art, kann man sagen, am Sprechen, am Kommunizieren. Mit dieser Person, die ich dran mache, bin. Oder die andere Person, die kommt, oder mehrere Personen zusammenkommen, ist es eine Art, kann man sagen, wie ein Dialog. Um zu berühren und zu anlängen, ja, wie die Menschen sind, oder wie die Figuren sind. Es gibt viele Leute, wo die beim Berühren so Hemmungen haben. Hemmungen haben, oder darfst du mich auch nicht anlängen, ich bin sensibel und ich gehe fast auseinander. Oder, ja, es könnte ein bisschen krass sagen, auseinandergehen. Aber es ist so, und du darfst dich gar nicht daran herkommen, wenn du machst, gehen ausweichen oder weiss nicht was, und so schreckhaft. Und ja, es ist halt so ein paar Mal so beobachtet unterwegs. In der heutigen Zeit ist eine Art meine Bilder, wo ich Akt zeichne, eine Art wichtig ist, auch für kleine Kinder und für alle Leute, also für ganz kleine Kinder bis ganz grosse, bis Erwachsene. Und nicht einfach sagen, wie im letzten Jahrhundert, dass alles versteckt muss sein und alles muss so ein bisschen verdeckt sein und verschleiert sein. Und das muss nicht. Gehört zum Leben. Ich bin Künstler. Ja, also ich will jetzt zeigen, was ich mache. Und dass jemand es annimmt oder nicht annimmt, ist mir egal. Also, das Bild ist gut, wenn für mich der Zeitpunkt ist. Das muss man so ein bisschen rausgespüren von deinem Gefühl her. Also, du hast die Dame gemacht, und nachher, weil er so aufgetaucht ist auf meinem Bild, ja, das ist ganz eigenartig passiert. Ich war wirklich in Gedanken von meiner Beziehung, in meiner Beziehung war, im Gedanken, und vielleicht ist der Mann so reingekommen. Ich habe mich schon x-mal gefragt, wie das passiert ist, aber ich habe es nicht können an mich selber sagen. Ich bin selber verschrocken an mir, und es ist, ja, es ist etwas ganz Frisches reingekommen, und durch meine Beziehung, und vielleicht ist das der Auslöser, und vorher ist einfach nur Frauen gewesen, und ja, es ist spannend, wie das zusammengekommen ist, also die Beziehungen. Ja, es ist genau so, es ist einfach so passiert, und warum, wieso, nachdenken, so passiert ist. Es ist so in der Kunst, bei anderen Künstlern schon, ist das auch mehrmals so passiert. Plötzlich ein Mensch oder ein Gegenstand drin gelaufen ist. Meine Finger machen irgendetwas, oder meine Handbewegung oder was, es passiert irgendetwas. Und dann denke ich, wow, wie ist das passiert? Und da muss man gar nicht nachher studieren. Das gehört gar nicht zu der Kunst.
wenn du das nachher denkst, oder nachher denkst, wow, wie hast du das gemacht? Oder du hast genau das Gleiche kannst du nie machen. Bei der Kunst ist das Schönste bei der Kunst, du kannst nie das Gleiche machen. Du möchtest es gerne wie eine Kopie machen, aber es geht nicht. Meistens schaue ich es, wenn es fertig ist, nur so 15 Minuten an. Lass es sein auf meinem Pult, auf meinem Arbeitsplatz. Lass es und dann gehe ich weg. Gehe ich weg und dann komme ich wieder daran her und sage, wow, was hast du jetzt so gemacht? Und siehst plötzlich Sachen, die du vorher nicht gesehen hast, wo drin reingekommen ist, automatisch. Und das sagst du, und so. Und das ist eben das Schöne bei der Kunst. Die Überraschung, die es manchmal so gibt. Ein Beispiel eben gerade der Mann, der jetzt in meine Szene, Frauenszene reingekommen ist. Dort habe ich gedacht, habe ich den Mann nicht hineingesetzt und hat das jemand anders gemacht? Aber nein, das habe ich selber gemacht. Und das ist dann das Spannende. Habe ich so gefragt, bin ich echt das, die Person, die zu dieser Frau hergekommen ist? Bin ich das? Und so hätte ich gesagt, habe ich mich so noch gefragt. Aber ich bin bis jetzt noch nicht auf eine Antwort gekommen. Und das ist eben dann das Schöne. Du hast die Antwort noch nicht bekommen. Vielleicht sagen wir es in 10 Jahren. Kommst du vielleicht die Antwort über? Oder vielleicht in einem halben Jahr, ich weiß es nicht. Das ist eben bei der Kunst so spannend daran, so das Mysteriöse, sagen wir so. Kunst ist etwas mysteriös zum Verstehen. Die Leute verstehen das. Und die Leute verstehen das nie im Leben. Aber ich denke, von meiner Beziehung her, ist das vielleicht der Auslöser gewesen? Also ich habe schon einiges Mal, als ich noch keine Beziehung hatte, habe ich mal bei jeder Frau einen Mann machen und dann dachte ich, oh Schreck, passt gar nicht zu deiner Frauen her. Und dann habe ich es halt wieder umgemodelt. Als Frau. Es war fast fertig, das Bild war fast fertig mit dem Mann. Ich sage, oh nein, Schreck, der passt nicht drin. Dann habe ich es wieder umgemodelt als Frau. Jetzt die Zeit, die ich jetzt mit einer Beziehung habe, passt jetzt und vorher nicht. Es ist eine Art, keine eigenartig. Also eben meine Kunst eingeholt, ja, irgendwie so ist das passiert. Bei vielen Künstlern ist es manchmal, ist der Zeitpunkt nicht und plötzlich ist es dann. Die Freiheit, die Offenheit, und es hat, wenn es das hat bei der Kunst, kann der Kunst nachdenken. Ganz am Anfang, als ich der Celine, also mit meiner Beziehung zusammengekommen bin, haben wir uns einfach nur uns berührt. Was heisst das? Was ist das für ein Gespür? Was ist das? Ja, ist sie schlank? Ist sie, hat sie eine Silhouette, hat sie, ja, was ist sie kutzelig oder ist sie nicht kutzelig oder so solche Sachen. Oder so, eben so ein herausfinden. Aber gegenseitig und nicht einseitig. Und das ist bei uns, Menschen, die eine Einschränkung hat, viel näher als bei anderen Leuten. Also die allererste Nacht noch 10 Jahre, 20, nein, sagen wir jetzt 20, etwa noch 20 Jahre, habe ich wieder eine richtige Beziehung bekommen, die eben mit ihrer ins Bett gegangen bin
Und aber zuerst hat es mich so ein bisschen komisch. Ich bin jahrelang, also ich sage jetzt jahrelang, allein in meinem Bett geschlafen gehabt, und dann ist plötzlich jemand jetzt im Bett und ich so am Anfang, ja, ich so ein Gefühl gehabt, ich wäre verdrängt. Es ist mein Bett. Aber ich bin verdrängt worden von, sie hat, also sie hat das ganze Bett ausbreitet, ich hätte mich auch aus dem, auf Deutsch gesagt gehabt, aus dem Bett gehabt. Kann man nicht sagen Fremds. Und gleich, etwas Fremds. Ich denke, hey, was ist das für eine fremde Person, die da im Bett drin ist? Und gleich kennen sie schon 3 Monate oder was. Und ich glaube, ja, ist schon komisch. Aber jetzt ist das, ich will sagen, tagtägliche. Das ist eben das Schöne, das Zusammensein und das Zusammen... Eben durch. Wachsen. Zu beobachten, wie das langsam vorwärts geht. Und wer weiß, vielleicht in 10 Jahren haben wir miteinander eine Wohnung. Wer weiß, es ist gehört. Das ist jetzt alles in den Sternen, wo das noch geschrieben ist. Aber es wäre schon. Es gibt zwei Erotik. Das ist eine Erotik, wo es in diesen Pornoclubs gibt, das ist für mich nicht das echte Ding. Das Erotische. Erotisch heisst einfach mit der Hand miteinander, zusammen sein und sagen wir jetzt von Anfang an bis Ende, bis du sehr alt wärst. Das ist für mich die erste Erotik. Und der Rest, der andere, ist einfach für mich, ja. Was ist das? Das ist für mich nur über Geld. Und nicht über die Liebe. Erotik und Liebe gehören zusammen und nicht einfach auseinandergeschissen. Ich habe jetzt weniger Knieweh jetzt, aber das. Ja, also ganz am Anfang ist jede Sekunde auf die Beine gekommen. Und das hat mir so. Dann habe ich einst mal gesagt, Selina. Der Mensch braucht auch seinen Freiraum. Sonst, wenn du dem Menschen den Weg verengst, verenger machst, dann kann er nicht mehr schnaufen. Und dann passiert es halt. Der Knall, es explodiert. Und dann heisst du, ich möchte jetzt vielleicht dir ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und kein mehr Kontakt mehr haben. Und das möchte ich nicht. Und das hat sie nachher so ein bisschen verstanden gehabt. Ich arbeite in einer Institution, bin ich so ein bisschen der Allrounder. Beim Technischen Dienst, in der Küche und in der Werkstatt. In der Werkstatt ist so ein bisschen eben zu tonen, manchmal mit Holz schleifen oder etwas zusammensetzen, solche Sachen. Technischer Dienst ist einfach das ganze Haus putzen, oder heisst putzen, reinigen. Das ganze Haus reinigen, also eben Labo putzen, WC putzen, Böden machen, Reparaturen, auch manchmal den Umschwung machen. Ja, das mache ich noch gerne. Also, als ich im 94, nein, bin ich einfach so eingestuft worden. Gut. Zuerst habe ich es im Technischen Dienst ein bisschen angeschaut.
die Leute, die im Heim wohnen, dass ich als sie für mich du putzen, immer so habe ich gedacht. Und zuerst, und ich denke, nein, du machst die Leute, die dort wohnen, für diese Leute tust du das Lavabo, WC putzen, den Boden machen, Grundreinigung, also gründlich putzen und so. Und eben, einmal im Monat dann eben ein Bewohnerzimmer gründlich putzen, das mache ich sehr gerne. Das ist für die Leute, die eben dort sind, wo dort wohnen, wo dann super, also bis zum Fenster, bis zum Boden, bis zu, weiss nicht was, alles neu geputzt ist und super ist, dass sie wieder mal super Zimmer haben für ein Jahr. Und es sind Leute, ja, die eben Leute, die im Rollstuhl sind, Leute, die können laufen, aber können nicht selbstständig können das Zimmer putzen. Mit Hilfe oder so. Ja, also es ist schon streng. Also es muss einfach. Es ist nicht so streng, aber sagen wir, fangst um 8 Uhr an und bis um 5 Uhr muss es fertig sein. Also wir haben dort dann schon Freiraum, um etwas anderes noch zu machen. Aber um 5 Uhr muss es dann Pico Blacko fertig sein, dass der Bewohner kann dort reingehen kann. Und das ist doch ein. Also jetzt bist, wenn ich jetzt ganz klar und deutlich sage, erklären, der Siegel, also wir nehmen zuerst den Altversiegel weg mit einem Produkt, mit der Maschine, und nachher muss es wieder gerechnet werden, also gerechnet sein, der Boden, also nein, den alten Lacken wegnehmen, dann muss mit Frischwasser noch den Rest wegnehmen vom Boden und noch das gerechnet. Und nachher kommt der erste Neulack drauf, auf den Kalkboden. Und dann geht es etwa 20 Minuten, bis er trocken ist. Und nachher kommt die zweite Guss drauf. Also ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Steinhölzli in Bern. Dort bin ich zwei Jahre die Ausbildung gemacht. Dort. Und ja, jetzt können sie mir eben Hauswirtschaftsanlehre habe ich dort gemacht. Also wir können es überall brauchen. Sie können mich in der Lange brauchen, können sie mich technisch suchen, in der Küche brauchen, in der Werkstatt. Also ich könnte überall. Manchmal muss ich ein bisschen tief und gehen, aber es geht. Also ich arbeite 5 Tage und verdiene 200 Franken pro Monat. Ich nehme meine Kunst auch zur Arbeit. Zur Arbeit jetzt. Aber ganz am Anfang war das noch nicht so gewesen. Also die Leute sehen das ernst und die Leute halt weniger. Ich wäre absolutiert von meiner Verwandten und Freunden, Kollegen. Sie nehmen mir ich habe schon viele Bilder schon, haben sie mir schon genommen oder abgekauft und es ist positiv. Ich muss kämpfen, bis ich in die Antenne gehen, ja. Und das denke ich mir nicht so. Ja, ich muss dort arbeiten, also Geld verdienen. Also, Geld verdienen und nachher kann ich ins Atelier gehen. Also, ich mache gerne mehr ins Atelier gehen als dort dran krüppeln. Wenn ich das könnte, die ganze Woche im Atelier sein, wie jemanden, den ich kenne. Ja, das wäre schön, aber. Für die Kunst, ja. Aber für den Rest.
das Leben, also für den Rest, für das Finanzielle, sagen wir so. All right.